Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Na, kommt euch das bekannt vor? Lang ist's her. Reden wir gleich noch drüber. Wir sind ja noch beim Thema so Seeds, ja, und ich hatte euch versprochen, ich stelle euch noch einen Seed vor, den ich für meinen Geschmack jedenfalls auch als episch bezeichnen würde. Und das ist er nun. Wie ihr seht, wir sind hier weit über den Wolken. Ja, weit ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Aber wir sind jedenfalls über den Wolken. Und ich weiß, dass viele Leute wirklich Probleme haben mit den Wolken. Die ärgern sich immer über die Wolken. Ich verstehe das gar nicht. Also wenn die durch einen durchfliegen, okay, dann ist das natürlich nicht so schön, wenn man genau auf der Wolkenhöhe ist. Aber guck mal, das ist imposant hier, ne, oder? Das habe ich ja, ich habe ja gesagt, nach der Birkenhainwelt vom letzten Mal ist diese nicht ganz so überwältigend, aber das hier finde ich doch schon ziemlich kolossal. Ja. Gut, zu den Wolken, solange man dann da drüber ist und nicht mehr so hoch baut, ja, so hoch könnt ihr jetzt nicht mehr bauen, dann kommt ihr in den Himmel, auch ohne zu sterben. Ne? Und das ist ja nicht jedermanns Sache. Jedenfalls finde ich das sehr schön, auch wenn ihr schon mal in den Bergen wart oder auf Teneriffa, dann wisst ihr, was das für ein wunderschönes Gefühl ist, mal so weit auf den Berg zu klettern, bis man über den Wolken ist und die dann mal von oben sieht. Ja. Naja, ihr fragt euch aber sowieso überhaupt jetzt hier wahrscheinlich, was erzählt ihr da eigentlich heute und was macht ihr im Moment eigentlich so viel da hier mit den Seeds? Ja. Also keine Sorge, ich mache auch mit dieser Let's-Show-Geschichte demnächst weiter. Da bin ich ja wieder in der altbekannten Welt, sag ich mal. Und starte halt da die nächste Staffel. Boah, jetzt ist aber wirklich, wirklich gut hier. Man sieht ja jetzt gar nichts mehr, ne? Komm, wir machen uns mal eben kurz ein bisschen auf den Weg nach etwas nach unten, damit wir die Wolken los sind. Ah. Das ist doch schon mal was ganz was anderes. So. Das ist toll da unten. Schön, ich gehe da mal runter. Ich mache mit der letzten Show auf jeden Fall weiter, aber ich habe halt jetzt auch noch die lustige Idee bekommen, von der ich noch gar nicht weiß, ob sie funktioniert, aber wir können das ja mal ausprobieren. Halt euch hier noch so ein paar Seeds vorzustellen. Also ich sag mal jetzt noch, mache ich noch ein Video. Ja, dann haben wir die Birkenhainwelt, wir haben diese Welt. Wow, das finde ich gut hier. Das finde ich schön hier. Und wir haben dann noch irgendeine, weiß ich jetzt gar nicht, welche ich da noch mache, aber gut, sehen wir dann. Und ich würde euch dann einfach die zur Abstimmung geben. Tatata. Ihr könnt hier so eine kleine Umfrage machen. Und je nachdem, ich hoffe mal, ihr macht dann schnell mit und dann dauert das auch nicht so lange. Es stimmt gut ab. Aber dann können wir praktisch, würde ich dann ja in dieser geumfragten Welt ein Let's Play starten. Also, wo ich dann wirklich mal so ein paar Bauprojekte anfange. In einer Welt, die wir uns ja dann praktisch gemeinsam ausgesucht haben. Ne? Und das würde mich jedenfalls reizen. Ich bin bereit dazu. Und wenn ihr es auch seid, dann mache ich halt demnächst mal so eine Umfrage. Nach dem nächsten Video oder so. Ne? Es wird gerade Nacht und ich möchte aber hier gerne noch etwas durch die Gegend rennen und euch belästigen mit meinem Quatsche. Und deswegen mache ich kurz mal einen Cut, weil es nützt ja nichts, wenn ihr gleich überhaupt nichts mehr seht. Ich bin dann gleich einfach mal, also morgen früh, wieder zurück. Sekunde. So, ich denke, jetzt können wir langsam weitermachen. Ja, was haltet ihr von der Idee? Mal, dass ich hier ein Let's Play starte. Mit euch, für euch, gegen euch, von euch. In so einer geumfragten Welt. Ist einfach die Sache, dass ich ja in meiner Show-Welt, ja, die ist eigentlich für mich jetzt auch schon ja recht fertig. Und es ist auf Dauer doch vielleicht für euch auch interessanter dann, dass man auch mal irgendwie was baut. Ich habe auch mit Sicherheit einige, oh, ja, Moment. Ich bin auf Peaceful, wisst ihr schon aus den letzten Seeds-Folgen,
weil man dann mehr Ruhe hat, hier sich umzugucken. Aber hier entdecke ich gerade einen offenen Dungeon. Ja, den gucke ich mir jetzt so genau gar nicht an. Unheimlich ist er selbst im Peaceful Mode. Außerdem finde ich das jetzt völlig doof, den da so irgendwie im Peaceful Mode irgendwie zu bearbeiten, zu beackern. Kann man ja eher nochmal separat machen. Koordinaten oder die Gegend merke ich mir eh. Ja, ich muss sagen, diese Welt gefällt mir hier auch sehr gut. Was wollte ich noch sagen? Ja, mit der Umfrage, da habe ich jetzt natürlich überhaupt keine Erfahrung mit. Jetzt, wie ihr wisst, bin ich mit Minenarbeit erst so ungefähr so 4 Wochen zugange und ich habe da einfach noch keine Erfahrungswerte. Die Besucherzahlen, die sind zwar super, die klettern da immer in die Höhe irgendwie, aber inwieweit die Leute auch wirklich aktiv werden, wenn es mal darum geht, irgendwie in einer Umfrage mitzumachen, kann ich noch nicht beurteilen. Ist mir aber im Prinzip auch Schnuppe, weil selbst wenn da jetzt nur 10 Leute da eine Stimme abgeben, Hauptsache wir einigen uns schnell auf eine Welt, wo ich dann loslegen kann, ne? Bisher habe ich ja hier nur mit euch so Spaziergänge gemacht und euch einen Knopf an die Backe gelabert. Ja, und dann heißt es demnächst einfach mal an die Arbeit, ja? Und ja, ich glaube vor allem auch, da ist ein Wasserfall. Schön. Ich glaube vor allem auch, dass ich ja mit Sicherheit auch einige ganz nette Ideen habe für Projekte, die man vielleicht nicht überall immer sieht, die nicht jeder macht. Ich meine, letztendlich läuft es immer. Ja, guck mal hier, dass auch solche tiefen Löcher habt ihr hier direkt, ne? Das ist interessant zu sehen. Also letztendlich läuft es ja immer darauf hinaus, dass man irgendwie vier Wände hat und ein Dach drauf oder so, ne? Aber man kann vielleicht auch noch ein paar andere Dinge machen, andere ja, Ideen so einbringen in so Projekte. Und ich überlege mir da eigentlich auch ständig immer so solche Sachen. Man kann dann ja auch später nochmal einzelne Dinge wieder so zur Abstimmung geben, was man dann jetzt bauen soll. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie lange das alles dann dauern wird, ne? Und vor allem erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal so uns auf ein Seed einigen. Auch diese schönen Täler hier überall, das ist kolossal, ne? Also da unten ist auch noch so ein Durchgang. Das ist schon schön hier, finde ich. Ja, apropos Seeds, ne? Jetzt kann ich euch auch mal langsam erzählen, was das überhaupt für ein Seed hier ist. Damit ihr den auch mal selber testen könnt. Und zwar also hatte der was mit einem meiner Lieblingscomputerspiele zu tun. Ich hatte ja gestartet das Video mit dem Spruch, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ne? Und die Kenner unter euch, die wissen natürlich sofort, dass es sich hierbei um Gothic handelt. Gothic 1 und 2, da ich weiß nicht mal in welchem der beiden Teile, aber da war im Minental unten an der alten Burg. Immer morgens einer, der stand auf und sagte immer, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Und man wusste nie, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ne? Auf jeden Fall, okay. Bin ich halt ich großer Fan von den ersten beiden Teilen und finde das als Action-Adventure-Rollenspiel wirklich grandios. Diese beiden Dinger, die sind für mich auch in dem Genre nach wie vor unübertroffen, möchte ich fast sagen. Also die haben auch so viel Charme und so viel. Also ich weiß überhaupt nicht, warum die Marke Gothic so dermaßen ja, den Bach runtergegangen. Also man kann es ja nicht anders ausdrücken. Gut, soll uns jetzt aber gar nicht weiter belasten, denn wir haben jetzt eh Minecraft, ne, und können das hier alles nochmal reproduzieren. Also ich traue mich hier im Moment auch gar nicht hier rüber zu rennen. Ich sehe da hinten jetzt so Feuerwarane stehen, die mich dann gleich verfolgen. Ne, und da oben renne ich auch nicht hin, denn da ist mit Sicherheit eine Snapperwiese. Ne, ihr wisst, was ich meine. Gut, jedenfalls bin ich einige Begriffe so durchgegangen, die man in Gothic oft gehört hat. Unter anderem hat man sich da ja immer ganz gerne Sumpfkrautstängel angesteckt. Und es war ja immer so ein Highlight, auch überhaupt die Sumpfkrautlager und herrlich, ja. Und naja, Sumpfkraut hieß das Zeug und auf Englisch, in der englischen Version Swampweed. Und das ist auch der Seedname, den ihr braucht für diese Welt. Swampweed, wieder mal zusammengeschrieben und
groß geschrieben. Ein Wort, meine ich, und groß geschrieben. Aber ich bin hier gerade beeindruckt von diesen Überhängen hier. Wenn man den da jetzt oben noch verbinden würde, vielleicht, ne, das ist doch irgendwie cool irgendwie. Jetzt beginnt hier auch irgendwie eine große Weite. Gut, da renne ich jetzt mal nicht hin. Ja, Swampweed, ne? Eine Hommage an die Gothic-Serie. Ich finde diese Welt sehr schön. Fast würde ich sogar meinen, sie ist episch. Überlasse ich euch. Guckt sie euch selber an. Postet ruhig Koordinaten, die ihr findet, die ihr toll findet. Macht einen Screenshot. Schickt mir eine Mail mal mit. Ihr findet das ja alles, was ihr braucht, auf minenarbeit.de oder ihr kontaktiert mich so nochmal. Ne, das ist, wäre schön, wenn ihr da mitmacht. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich war wie immer euer Vorbuddler. Übrigens, mein Begriff Buddler stammt eigentlich auch aus Gothic, um das jetzt hier mal auch noch mal, ne, so ein Outing praktisch zu machen. Ne? Also mit dem Vorbuddler verabschiedet sich ein großer Gothic 1 und 2 Fan von euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.